Herzlich willkommen zu diesem Video. Bei Termen und auch bei Gleichungen geht es immer mal wieder darum, die Vielfachen von Variablen zusammenzufassen. Und wie das funktioniert, das lernst du mit vielen Beispielen in diesem Video. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, fangen wir mal ganz einfach an, und zwar 2x plus 3x. In beiden Fällen kommt hier ein x vor, daher dürfen wir das zusammenfassen. 2 plus 3 ist 5, und zwar 5x hier. Oder 3a plus 4a minus 2a. Auch hier kommt jeweils a vor. Und dann dürfen wir zusammenfassen, 3 plus 4 ist 7, minus 2 ist 5, und zwar 5a. Das funktioniert auch, wenn zwei Variablen vorkommen, 2xy plus 7xy minus 3xy. Hier kommt jeweils xy vor. Daher dürfen wir zusammenfassen. 2 plus 7 ist 9, minus 3 ist 6, und zwar 6xy. Was passiert jetzt, wenn wir verschiedene Variablen haben? Also nehmen wir 2a plus 3b minus 1b plus 5a. Hier kommt a vor, hier kommt b vor, hier kommt b vor und hier kommt a vor. Ich unterstreiche das mal farblich. Also hier ist a und hier ist a. Und hier ist b und hier ist b. Und das dürfen wir jetzt jeweils zusammenfassen. Also 2a plus 5a ist dann 7a. Und 3b minus 1b ist 2b. Also wenn die Variablen gleich sind, dürfen wir das Ganze zusammenfassen. Noch ein Beispiel. Machen wir 2x plus 4y plus 5xy plus 2y. Wir haben hier x, hier haben wir y, hier haben wir xy und hier hinten haben wir wieder nur y. Und nur wenn die Variablen gleich sind, dürfen wir zusammenfassen. Das bedeutet Folgendes: Es gibt, hier gibt es x und hier gibt es xy. Bei 5xy, das dürfen wir allerdings nicht zusammenfassen. Wir dürfen nur x mit anderen x zusammenfassen, nur y mit anderen y und nur xy mit anderen xy. So, und hier ist es jetzt einfach so, wir haben hier 4y und hier 2y und das dürfen wir zusammenfassen. Also 4y plus 2y ist 6y. Und bei den ganzen anderen Sachen, 2x bleibt stehen und 5xy bleibt auch stehen. Also die Variablen müssen, und zwar alle Variablen, jeweils gleich sein. Nur dann darf man die Vielfachen zusammenfassen. Du möchtest das mit den Vielfachen von Variablen noch ein bisschen üben oder brauchst weitere Erklärungen, dann schau mal unter dieses Video, dort findest du diese Erklärung und auch Übungsaufgaben zum Selbstüben mit Lösungen. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.